Peace, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute will ich mit euch über den Team of the Season Start reden. Wir wollen oder werden nebenbei einfach ein paar Packs öffnen, während wir einfach so ein wenig labern werden. Und das Wichtigste ist, wir haben neue Leaks zum neuen Event, neue Spieler, die geleakt wurden. Sehr coole, interessante Sachen dabei. Gehen wir sofort drauf ein. Ich habe auf dem Main und auf dem zweiten Account ein paar Packs vorbereitet. Und ich habe mitbekommen, dass jeder gefühlt Kräuf zieht. Darüber will ich auch nochmal gleich ganz kurz mit euch reden. Nebenbei können wir ja schon mal hier ein paar Packs öffnen. Wir bekommen ja, wie gesagt, das neue, also das Team 2 Golasso Event bekommen wir am Freitag. Dazu haben wir ein paar Leaks, die ich euch jetzt im Hintergrund, während ich hier wahrscheinlich nichts ziehe, schon mal einblenden werde. Da ist Kaká zum Beispiel dabei, den ich sehr, sehr interessant finde, muss ich sagen. Wo wir ja bis jetzt nur, sage ich mal, neben der normalen Icon die Thunderstruck-Icon hatten. Deswegen ist es lange her und finde es auf jeden Fall gut und cool, dass er da auf jeden Fall eine neue Karte bekommt. Seine Thunderstruck-Icon! Xavi Alonso! Habe ich schon. Alter, habe ich schon. Xavi Alonso 93 muss ich abgeben. Ist das krank. 83 mal 10, Freunde. Und noch Berbatov. Alter, es ist geisteskrank. Und noch eine Team of the Week und Chesley, ne? Habe ich leider schon. Habe ich ja vor ein paar Tagen gezogen. Halbe Mio immer noch wert. Alter, guter, wäre echt ein krasser Pull gewesen. Stell mal vor, ich hätte Cruyff gezogen, nachdem ich sage, jeder zieht gefühlt Cruyff. Aber okay, wo packe ich denn jetzt einen Xavi Alonso rein? Ah, machen wir den hier rein, Freunde. Marquez will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Dann kann ich hier schon mal das 88er Team abgeben. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass er jetzt nur ein Plus-1-Upgrade bekommt, bedeutet eine 92er-Karte, weil diesen Monat in 3 Wochen beginnt das Team of the Season. Da wird dann die Messlatte ganz hoch angesetzt von den Karten, wie sie sein werden, wissen wir ja. Und deswegen hoffe ich mal, dass er so Minimum eine 94 bekommt. Wäre sehr, sehr krass, so ein Plus-3 nochmal zur Thunderstruck-Karte, dass man vielleicht so 95 Pace hat, 90 schießen oder halt mal schauen, also in welche Richtung es dann am Ende genau gehen wird. Aber ja, das auf jeden Fall zur ersten Karte, die geleakt wurde. Okay, geben wir so ab, 88er Team ist fertig. Ich will Marquez mitnehmen, Freunde, und den dann in die Evo packen. Und dann würde ich den gerne einbauen. Der hat dann echt eine geile Karte, wenn man den in die Evo gepackt hat. Nächste Karte, die geleakt wurde, gibt es oder kommt Jairzinho. Auch eine sehr interessante Karte. Nicht wundern, wenn ich mal darüber schaue. Ich schaue mir die Karte an, wie sie ungefähr werden wird. Wird halt wahrscheinlich so mit der Star des Events, also vom Team Nummer 2 dann werben. In Team 1 war es ja dann Cruyff. Team 2 wird Jairzinho auf jeden Fall auch eine Rolle sein, also einer der teureren Karten. Die Winter, ne, die Centurions liegt immer noch bei 1 Million knapp. Okay, letztes 83x10 Pack, vielleicht wieder Icon, wer weiß, Frankreich. MS, Benzema bitte. Ja, geiles Rating, EA. Dankeschön. Ist mir egal, ob es nur also ein Walkout ist, aber Benzema nehme ich mit. 90er Ratings, krass. Das kann man immer gut gebrauchen. Das auf jeden Fall kurz zu dem Account. Habe ich hier noch was? Ich schau mal kurz. Ich glaube nicht. Dann haben wir noch die dritte brasilianische Icon geleakt bekommen, neben Kaká und Jairzinho. Und das ist Roberto Carlos, der auch kommen wird. Und das ist wieder eine Icon. Prinz. Alter. 83x10 gönnt ihr komplett. Einfach, Prinz 94 bitte. Ah, ja, let's go. Alter, was ist das für Packs, Freunde? 83x10 gönnt ihr komplett auf dem Main-Account. Ja, nehme ich mit. Prinz 94er und Xavi Alonso 93. Kann man auch wieder 94 so gut in, SBCs reinpacken. Und ja, das auf jeden Fall kurz zu dem Account. Dann rüber auf meinen zweiten Account. Wer es nicht mitbekommen hat, mein Bruder hat aufgehört mit FIFA, wie immer nach dem Totti. Hat mir den Account überlassen für das FIFA-Jahr und er hat ein geisteskrankes Team, Messi, Team of D und alle, wie sie heißen, hat er auf jeden Fall. Und zur Totzeit werde ich dann wieder 2 Accounts hier bedienen. Auf jeden Fall wurde Roberto Carlos als drittes geleakt, wo wir gerade noch die Future Star Icon SBC haben. Ich weiß jetzt nicht, das müsst ihr mir sagen, gibt es den auch auf dem Markt oder gab es den wirklich nur als SBC? Wenn man den, sage ich mal, nur als SBC hatte. Weil das zeigen die hier nicht an. Hier zeigen die das an, ob der auf dem Markt wäre, ne? Aber hier ist es irgendwie dann eine SBC. Spielt ja auch keine Rolle. Roberto Carlos kam gerade mal im Februar raus und jetzt bekommt er halt wieder direkt eine neue Karte. Er hat geschrieben, Roberto Carlos kommt in Golasso Team Nummer 2, während die SBC halt immer noch für 40 Tage aktiv ist. Das finde ich so ein bisschen komisch ausgewählt. Aber ja, was wollen wir machen, Freunde? Das sind auf jeden Fall die 3 brasilianischen Icons, die wir bekommen werden zum neuen Team. Dann geht seit gestern Abend auf Twitter, auch was ich kurz euch erzählen wollte. Jeder zieht irgendwie Cruyff. Hört jetzt so dumm an, so stumpf, jeder zieht Cruyff.
trifft. Aber ganz Twitter ist voll. Die großen EA-Seiten, FIFA-Seiten haben gepostet, warum zieht gerade jeder Cruyff, warum geht es überall rum, dass jeder Cruyff packt. Ich habe heute gesehen, Tizi Schubesch, könnt ihr gerne abchecken, hat ein Video hochgeladen. Wir haben Cruyff gezogen. Also irgendwie zieht gerade jeder Cruyff. Ich glaube, die Pack-Rate ist da auf jeden Fall etwas besser gemacht worden zu dem Team, was ich euch auch schon im letzten Video gesagt habe. Das sieht man daran, dass ein 93er Aloy Vera nur noch eine glatte Million kostet, Freunde. Guckt euch mal die Karte an. Und er kostet nur eine Mio. Dann haben wir zum Beispiel, also es geht noch weiter, dann haben wir zum Beispiel einen Cafu, der gerade mal auch so noch die Mio-Grenze hat. Mit so einer wirklich kranken Karte nur eine Million. Da sieht man, die Karten werden auf jeden Fall jetzt viel öfter gezogen. Die Pack-Rate ist, glaube ich, da nicht mehr so tief. Auch ein Ginola mit 3,5. Finde ich in Ordnung. Wenn ich mir so die Karte anschaue, ist 3,5 auf jeden Fall ein solider Preis. Nicht zu teuer, nicht zu günstig. Bobby Charlton auch nur bei 1,4. Hat auch eine sehr, sehr krasse Karte. Den haben wir ja auch hier auf dem Account von meinem Bruder gezogen. Deswegen, die Pack-Rates auf jeden Fall viel besser geworden. Liegt aber natürlich auch an das dicke Shop-Pack, was rausgekommen ist, wo man gefühlt immer 10 Karten da drin hatte. Aber ja, machen wir erstmal weiter. Das auf jeden Fall kurz auch zu Cruyff. Gerne mal reinschreiben, das hört jetzt so dumm an, aber wenn ihr irgendwas krass gezogen habt, wie Cruyff oder so, würde mich interessieren. Dann haben wir nochmal 2 85-Plus-Picks. Vielleicht kommt ja bei mir auch Cruyff rum. Zeig mal her, EA Sports. Cruyff, Ginola, Aloy Vera, nehme ich alle gerne mit. Gönn! Ja. Krisch, aber Krisch leider nichts mehr wert. 86er Rating, ne? Der rasiert gerade alles bei Al-Nassr. Ich glaube, der hat Back-to-Back-Hattrick geschossen, ne? Das ist auch krass. Dann haben wir nochmal 3, 83 mal 10 Packs, die wir auch so kurz öffnen können. Vielleicht kommt hier was bei rum. Hier haben wir erstmal Modric. Double Walkout, nicht Back-to-Back, Double. Leider kein Double. Und wir bekommen diesen Monat das Team of the Season. Darüber wollen wir jetzt gleich natürlich auch reden. Und es ist in 3 Wochen soweit. Ich bin eine Woche vorm Team of the Season. Also man hat noch nicht das offizielle Datum, aber wie man es sich denken kann, beginnt es dann mit der neuen Season. Gehen wir jetzt gleich, wie gesagt, kurz drauf ein. Und ich bin eine Woche davor bei meiner Schwester in Italien, sie besuchen. Und wenn ich wiederkomme, ich glaube, ich komme an dem Mittwoch wieder und Freitag beginnt direkt das Tots. Also es wird perfekt werden. Ich freue mich so sehr auf die Zeit und werde auch jetzt, ich glaube, nur noch Golasso Team 2 mitnehmen. Habe ich für mich überlegt. Und danach werde ich, glaube ich, wirklich die Packs alle aufbewahren bis zum Team of the Season Premier League Edition. Wir fangen ja an mit dem Community Tots und danach die Woche gibt es dann das Premier League Tots. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr geile Zeit. Sie müssen ja jetzt bald anfangen, weil ja, die Europameisterschaft auch Anfang Juni ansteht. Ein gutes 83x10 Pack hatten wir ja dann doch auf dem Account, schade. Aber wir gehen mal kurz rein. Ich will euch mal eben hier die Season einmal vorstellen und zeigen, was ich meine. Zack, hier. Und die Season endet in 21 Tagen. Und 16 Stunden. Das ist dann genau der, warte, das ist der Donnerstag natürlich, weil zum Donnerstag kommt immer eine neue Season. Wenn wir mal hier kurz zusammen schauen. Die Season endet am 23. Also hier kommt die neue Season. Und dann sollten wir am 24. das Tots bekommen. Das macht ja am meisten Sinn, dass man dann will, also das wird so kommen, 24. wird die Tots-Woche werden, sage ich mal. Wir haben am Donnerstag 25. Season-Ende. Das ist dann ja 21 Tage, 16 Stunden. Da endet die Season. Da kommt die neue Season. Und am 26. April startet das Team of the Season. Das muss so kommen eigentlich. Mit der neuen Season dann, die dann mit Tots-Karten beinhaltet wird. Nicht mehr hier Food Birthday Karten. Da werden dann Tots-Karten reinkommen. Das wird halt alles im Team of the Season-Look sein. Deswegen geht die Season ja auch genau so. Also endet sie genau mit der Tots-Woche. Das einen Tag später dann das Tots beginnt. Hier neue Season, hier Tots Start, einen Tag später. Und ich bin vom 16. bis 23. weg. Ich werde ab hier keine Packs mehr ziehen und werde jetzt wirklich nur noch ab Freitag die Woche mitnehmen, bis zum nächsten Freitag, das ist der 12. Und dann haben wir schon die Woche, wo ich, sage ich mal, eine Woche in Italien bin. Da wird natürlich trotzdem Content kommen, keine Sorge. Aber ich freue mich, wir sollten jetzt, wie gesagt, Team 2 bekommen am 5. bis zum 12. Ich glaube, also ich bin gespannt, was sie machen, weil dann haben wir noch genau 2 Wochen. Vielleicht bringen sie dann ein einwöchiges Event bis zum 19. Und dann gibt es halt immer vor dem Tots eine Woche Pause, wo man dann wirklich wie eine Woche vom Totti kein Event hat. Ist halt immer die Woche Pause. Aber dann sollten wir das nächste Event, was kommt, eine einwöchige Pause haben. Oder sie machen jetzt wirklich 2 Wochen Eventpause und dann starten wir ins Tots rein. Dann würde ich halt ab dann schon am 12., wenn das so kommen sollte, ja, aufhören Packs zu ziehen, wenn halt keine Special-Karten drin sind. Und dann erst wieder hier am 26., wenn das Team of the Season startet. Und es wurde auch bestätigt, Team of the Season Rewards kommen wieder rein. Es hat, also es, dafür braucht man eigentlich keine Bestätigung, aber wenn ihr die Bestätigung braucht, ihr habt ihr das offizielle Kartendesign. In Rot wird es wieder sein, das wird sehr cool für die Team of the Season
Player Picks, weil es wird dann wieder in den Picks nur Tots Picks geben. Keine 1 von 3, 1 von 4, 84 plus Picks, sondern nur Tots Picks und ja, blaue Karten für die Tradable Packs und halt allgemein die Karten, die in den Shop sind oder halt als SBC kommen, was halt auch immer. Da werden Tots Evos kommen und so. Es geht endlich los, Freunde. Wenn man sich auch mal den Markt anschaut, ich habe heute Morgen gelacht, habe einen 84er gebraucht für Futter und guckt euch mal die Preise an. 84er bei gerade mal so einem Taui, 85er bei 3, 4, 86er bei 6.000, 87er bei 9.000, 88er bei 15, ist jetzt kein Aufruf zum Investieren, ne? Aber ich will es euch nochmal zeigen, 89er bei 22.000 und 90er unter 30.000 bei 26, also FIFA ist gerade wirklich am Ende, der Markt ist tot, 91er liegen allein bei 34, was ich euch als Call mitgeben kann, wenn ihr investieren wollt, nehmt euch jetzt eine Prinz mit bei 34, weil danach günstig sind 91er ist bei 38, kann euch sagen, auch Prinz wird dann Richtung 38.000 wieder gehen, also wer hier auf jeden Fall Massen im West plant, ein paar Coins über hat, kann sich auf jeden Fall ein paar Prints mitnehmen. Die wird steigen, sobald sie dann Freitag aus den Packs geht. Aber ja, das kurz dazu. Ich glaube, wir werden heute auf jeden Fall noch ein paar neue Leaks bekommen, Freunde. Das sind so die ersten Leaks. Ich nehme das Video hier noch um 16 Uhr auf, die ich bekommen habe. Das Video kommt aber erst gegen 8 Uhr online. Sollten neue Leaks reinkommen, werde ich sie auf jeden Fall hier mit ins Video packen. Wir werden um 19 Uhr auch den neuen Icon Player Pick bekommen. Also der am Sonntag kam nochmal. Den werden wir dann auch heute hier einmal auf dem Main und auf dem zweiten Account abschließen und hoffen, dass wir ein wenig Packluck haben. Ich schau mal kurz. Ich glaube, ja, eine Stunde 24. Dann werden wir das Icon oder den Icon Player Pick nochmal bekommen. Vielleicht haben wir heute ein bisschen Packluck. Ansonsten setze ich kurz einen Cut und dann sehen wir uns wieder. Okay, wir haben den Icon Player Pick um 18 Uhr schon wieder bekommen. Wir haben auch neue Leaks, wie angekündigt, also wie erwartet, haben wir doch noch einen Spieler, den ich zumindest gerade gesehen habe, der ja geleakt wurde. Ich weiß nicht, ob es mehr gerade sind, aber einer auf jeden Fall. Und wir gehen rein. Main Account Pack. Komm, bitte, EA Sports. Die letzten Male waren so schlecht. Gönnt einfach mal. Ihr müsst einfach mal gönnen. Komm, R3, R1, R1. Jetzt bitte. Okay, offensiv. Gib mir 90 plus Dribbling. Alter, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, EA Sports. Ich liebe euch, EA. Ich liebe euch. Oh mein Gott. Bitte. Boah, krasse Karte. Was ist es? Totti. Alter, wer bist du? 3, Ribéry, 2, 1. Schwöre, ich dachte Ribéry. Einfach Sola. Ist der gut? Also die Karte sieht nicht schlecht aus, aber darf ich mal kurz schauen. 4-4, nicht mal 5 Sterne oder 4-5 oder so. Sola kostet, lass ich mal direkt reinschauen. Er liegt bei 360.000. Okay, nächste Karte ist ein Torwart. Ich habe Peter Cech Totti Icon. Bedeutet, ja, Van der Sar kann ich nichts anfangen. Und der letzte Spieler hat gut Dribbling, leider sehr wenig Balance. Passen ist gut, Schießen ist kacke, Tempo ist ja, keine gute Karte. Figo. Okay, gehen wir mit Sola, Freunde. Leider wieder nichts gezogen, was meinem Main-Team weiterhilft. Schade, schade, schade. Aber wir machen das Pack nochmal auf dem zweiten Account. Dann nochmal auf dem zweiten Account. Come on, EA Sports, bitte. Hier ist eh immer etwas mehr Packlack drauf, habe ich zumindest im Gefühl, weil die lange nicht gezockt wurde. So, wir drücken R3, R1, R1 und hoffen mal jetzt auf eine gute Karte. Sieht nicht gut aus. Crespo. Ach, gibt es hier überhaupt gute Karten? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott! Was redest du? Chat, ich hab keine Ahnung, Pelé? Nein, zu wenig Tempo. Eusebio? Ich weiß nicht. Thunderstruck. Ronaldinho, Thunderstruck. Ich kann nicht mehr. Wie kommt Ronaldinho? Wir gehen gleich drauf ein. Warte mal. Und der letzte Spieler. Das ist Ronaldinho gezogen. Ich habe auf meinem zweiten Account Ronaldinho gezogen. Wie viele Millionen bist du wert? 8 Millionen Icon. Nein. Das ist die Future Star. 5,6. Alter, was ist das denn für ein Account? Ich habe Ronaldinho gezogen. Es tut mir leid für die Reaction, Freunde. Aber es ist geisteskrank. Es ist wirklich, es die Theorie ist wahr. Zockt man lange nicht auf einem Account, also wenn ihr das Video seht und lange nicht gespielt habt, geht jetzt auf eure, in eure Playstation rein und öffnet Packs. Ich habe die krassesten Sachen auf diesen Account gezogen, weil der 2 Monate nicht berührt wurde, innerhalb 3 Tagen. Besser als auf meinem Main-Account über das ganze FIFA hinweg, weil ich da jeden Tag drin bin. Ronaldinho auf dem Main-Account. Das ist geisteskrank. 5,7 Millionen wert. Und danach kommt eine Icon mit 5,9 Millionen. Also der ist gerade nur eine drin. Da ist gerade nur eine drin. Guckt euch die an, wie schön sie aussieht. Ich muss abspeichern. Also was ist das denn jetzt für ein Team?
Das ist so unfair. Das ist so geisteskrank. Ronaldinho, das wird mein Main-Account. Ich habe hier noch halbe Mio drauf und das Team. Guckt es euch an. Also jetzt hier ein bisschen Freestyle gebaut. So, ich muss das Team mal kurz richtig bauen. Wir machen mal eine 4-3-3-Formation. Komm, wir gehen mal mit der Formation, Freunde. Kann Messi rechter Flügel? Kann er auch, super. Dann machen wir das so. Aber wir packen Salah rechts und im Sturm machen wir Messi. Leao, da habe ich noch Rodri und da müssen wir Ronaldinho reintun. Hier, Ronaldinho. Was ist das denn für ein Team? Ashley Cole habe ich gezogen vor 2 Tagen auf dem Account. Dann habe ich hier nicht vergessen Bobby Charlton auf dem Account gezogen, nachdem der Account so lange weg war. Ich muss halt gucken, wie ich den auch einbaue. Ihr müsst mir helfen. Keine Ahnung. Schreibt mir gerne Formation. Okocha haben wir gezogen. Dann hat der Oberdorf gezogen zum Totti. Messi zum Totti hat er gezogen. Das ist einfach ein Packlack-Account. Zidane haben wir auch noch. Achso. Hier, Zidane auf Zettel mit Rodri. Oberdorf könnte man auch noch spielen. Dann haben wir Diani. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas hier? Einfach bessere Team als auf Main-Account. Berbatov haben wir gezogen. Ranieri hat er noch. Hat auch eine geile Karte mit seiner Evo. Köhler haben wir gezogen. Das ist halt die schlechte Version. Theo Hernandez hat er noch. Inform. Das ist halt alles untrade. Ich muss schauen. Ich brauche einen Innenverteidiger. Aber der hat ja eine halbe Mio. Also wir jetzt. Das ist ja unser Account mittlerweile. Wir können das. Also wir können uns auf jeden Fall noch einen Verteidiger kaufen. Junge, das ist so krank. Einfach Ronaldinho. Ich komme nicht drauf klar. Guckt euch das Team an. Ich spiele die Weekend League safe mit dem Account. Also mit beiden Accounts. Ich glaube auch zum Trotz kann dieser Account extrem abgehen. Aber okay, das kurz dazu. Dann würde ich sagen, machen wir noch kurz die Leaks hier weg. Und zwar haben wir wen bekommen? Wir gehen mal kurz rein. Wir haben, nein, das ist falsch. Okay, das ist noch krasser. Das ist noch krasser, Freunde. Aber ich bin trotzdem zufrieden. Wir haben Beckham SBC heute bekommen. Ansonsten haben wir ein neues Team of the Week bekommen mit Donnarumma, Rafael Leao als Informkarte. Di Marco hat eine Team of the Week Karte. Ronaldo hat seinen Inform bekommen. Ja, ansonsten chilliges Team of the Week. Rodrigo sehe ich gerade hier noch. Hummels hat ein Team of the Week mit 80 Tempo. Sergio Ramos hat ein Team of the Week. Aber okay, dann haben wir noch eine weitere Karte geleakt bekommen für Freitag. Und das ist Cantona. Und er schreibt dazu 1 von 2 Franzosen, die geleakt werden. Oder noch eher werden. Also Cantona ist die erste und es wird noch eine weitere französische Karte jetzt geleakt. Da bin ich gespannt. Also es gehört auch zu den Karten, die dann besser ist von dem Event mit Cantona. Bin gespannt, ob das zweite Team auch stärker wird als das erste. Weil bis jetzt, was wir geleakt bekommen haben, sieht es echt interessant aus. Gerne mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich will das Video raushauen. Wir haben noch, oh, Rosicki. Ja, wird halt wie Dempsey oder so eine Karte, die halt dann eher nicht so stark wird, muss man ehrlich sagen. Aber der wurde auch noch geleakt. Aber okay, ich muss Real Talk erstmal drauf klarkommen. Ronaldinho ist crazy. Also wirklich, Ronaldinho ist wirklich crazy. Was eine geile Karte. Allein dieses Bild. Guckt es euch bitte an. Wie schön ist dieses Bild bitte? Ach, viel zu krass. Wirklich einer der schönsten Karten, die ich je gesehen habe, so vom Design her. Aber okay, wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da. Ich muss es erstmal wirklich verdauen. Ich bin raus. Haut da rein. Bis morgen und Peace. Over the same.